Wallace und Anne waren ein älteres Ehepaar, das ein ruhiges Leben am Rande von North Attleboro in Massachusetts führte. Das Paar hatte im Laufe ihres Lebens eine Vielzahl von Tieren. Von Katzen und Hunden bis hin zu Nagetieren und Fischen und sogar einem Pferd und einem Alpaka. Es gab kaum ein Tier, das sie noch nicht gepflegt hatten. Aber so sehr sie Tiere auch liebten, fanden sie sich schließlich damit ab, dass sie nun zu alt waren, um sich um ein Tier zu kümmern. Doch eines Tages wachte Wallace morgens früh auf und machte sich eine Kanne Kaffee. Als er aus dem Fenster blickte, bemerkte er ein kleines schwarzes Objekt in der Mitte des Gartens. Stirnrunzelnd ging er nach draußen, um zu sehen, was es war. Wenn es sich um Müll handelte, würde er ihn aufheben und in die Mülltonne werfen. Aber zu seiner großen Überraschung begann sich die schwarze Gestalt zu bewegen, als er näher kam. Wider seiner Erwartung handelte es sich um ein kleines schwarzes Kätzchen. Vorsichtig hob er es auf und trug das verängstigte Tier ins Haus. Es war dünn und sah sehr hungrig aus. Das Kätzchen war offensichtlich aus irgendeinem Grund von seiner Mutter ausgesetzt worden. Wallace weckte Anne und erklärte ihr, was er gefunden hatte. Gemeinsam versuchten sie, das kleine Tier zu füttern. Aber es schien kein Interesse an Nahrung zu haben. Es wackelte und zappelte die ganze Zeit, als ob es fliehen wollte. Nachdem das Kätzchen etwas gegessen und getrunken hatte, setzten sie es wieder an den Ort zurück, wo sie es gefunden hatten. Sie erhofften sich, dass das Muttertier zurückkommen würde, um das Kätzchen zu suchen. Doch als sie weggingen, geschah etwas Merkwürdiges. Etwas, das weder Wallace noch Anne je hätten vorhersehen können. Als das Kätzchen mitten im Gras lag, stürzte ein Rabe von einem nahen Baum herab. Er betrachtete das Kätzchen neugierig, schien aber sehr zahm und freundlich zu ihm zu sein. Das Kätzchen beschnupperte den Raben vorsichtig und rieb sogar seinen Kopf an den großen schwarzen Vogel. Aus der Ferne beobachteten Wallace und Anne, wie die beiden auf ihre eigene Art spielten. Der Rabe, den sie später Moses nannten, sprang herum und pickte in der Nähe des Kätzchens auf den Boden. Das Kätzchen, der sie den Namen Cassie gaben, schlug mit seiner kleinen Pfote um sich und versuchte schnell genug zu sein, um Moses' Schnabel zu erwischen. Moses flog oft zu Cassie herunter und brachte ihr gelegentlich kleine Geschenke mit, wie Käfer oder Würmer. Dieses spielerische Verhalten dauerte fast eine Woche lang an, in der der Rabe kam und mit dem Kätzchen spielte. Jeden Tag versuchten Wallace und Anne, Cassie zu füttern, aber sie schien sich nie für das Futter zu interessieren, das sie ihr gaben. Sie kauften Katzenfutter, Hühnerbrust, Schinken, Fisch. Aber nichts konnte das Interesse des armen kleinen Kätzchens wecken. Langsam aber sicher wurde Cassie schwächer und schwächer. Ihre Knochen begannen sich in ihrem ohnehin schon kleinen und zarten Körper abzuzeichnen und sie wurde unsicher auf den Beinen. Wallace beschloss schließlich, die Katze zum Tierarzt zu bringen. Er hoffte zwar, dass es Cassie mit der Zeit besser gehen würde, aber es war klar, dass sie litt. Als er sie aufhob und in einen Käfig setzte, bemerkte er Moses, der von einem nahen Baum aus zusah. Es war klar, dass er sich Sorgen um seine kleine Freundin machte. Als Wallace zum Tierarzt fuhr, blieb das Kätzchen ganz still und ruhig in seinem Käfig. Der Tierarzt schaute sich die arme Cassie genau an und seufzte, als er feststellte, dass Cassie viel zu früh von ihrer Mutter getrennt worden war. Außerdem stellte der Tierarzt fest, dass die Katze an einer unheilbaren Krankheit litt. Dies war auch der Grund, weshalb sie weder aß noch fraß. Leider gab es keine Rettung mehr für Cassie, und das Ehepaar entschied, dass es das Beste war, sie einzuschläfern. Der Tierarzt gab ihr eine Spritze und sie schlief friedlich ein, während Wallace ihr den Kopf streichelte. Aber es gab noch eine letzte Aufgabe, die zu erledigen war. Er wollte Cassies Leichnam nach Hause bringen, denn der Rabe Moses sollte sie noch ein letztes Mal sehen. Wallace wusste, wie gefühlsbetont Raben sind, und es würde für Moses eine sehr traurige, aber auch erlösende Erfahrung sein, zu sehen und zu verstehen, dass Cassie nicht mehr da sein würde. Als er zu Hause ankam, legten Wallace und Anne Cassies Körper behutsam an der Stelle auf den Boden, an der sie und Moses immer gespielt hatten. Der Rabe flatterte herunter und setzte sich neben Cassies reglosen Körper. Er schaute neugierig hin und her, als wollte er verstehen, warum seine beste Freundin nicht mehr mit ihm spielte. Nach einigen Augenblicken stieß er ein lautes Krächzen aus und flog davon. Es war, als hätte er verstanden, was los war. Wallace und Anne dachten, dass dies das letzte Mal war, dass sie den großen schwarzen Raben sahen. Aber sie irrten sich. Anne grub ein kleines Loch tief genug, um Cassie darin zu begraben. Cassie war zwar nicht lange in ihrer Obhut, aber in dieser Zeit war sie dem Ehepaar sehr ans Herz gewachsen. Sie wickelten ihren Körper in eine winzige weiche Decke und legten sie vorsichtig in das Loch, bevor sie es mit Erde bedeckten. Dabei bemerkten sie, dass Moses schweigend auf der Mauer saß und die kleine Beerdigung beobachtete. Er sah zu, wie seine Freundin unter die Erde gebracht wurde. Und er senkte schweigend den Kopf. Wie als Zeichen des Respekts und der Liebe für das kleine Kätzchen. Es war wirklich ein unglaublicher und rührender Anblick. Aber was dann geschah, brach Wallace und Anne endgültig das Herz. Als sie zum Haus zurückkehrten und aus dem Fenster schauten, sahen sie, wie Moses von der Mauer auf die Wiese zu Cassies Grab hüpfte. Dann legte er einen Regenwurm an das Grab, wie er ihr einst zu Lebzeiten ein Geschenk machte.
Moses stand einige lange Augenblicke da, ehe er schließlich davonflog. Das Paar sah den Raben daraufhin nie wieder. Aber hin und wieder waren sie sich sicher, dass sie seine Rufe hörten, als ob er seiner besten Freundin Cassie einen Besuch abstatten würde. Gib dem Video gerne ein Like und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Mann an, der in Tränen ausbrach, als er sah, was ein Rabe ihm brachte. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.